Ja, Samstag musst du halt noch allein kommen. So, hallo. Wir machen weiter bei Infernum. Das Intro willst du echt so lassen, wo ich dir einfach mit rein laber ins Intro. Das ist nicht schlimm. Das ist doch. Stell dir. Das sind einfach die Vibes der früheren Aufnahmen, wo ja sowieso einfach alle gequatscht haben und ich habe einfach die Aufnahme gestartet. Das passt. Ja, wo dann wieder stöhnende Frauen mit eingespielt werden. Oh Gott. Ich bin tot. Ja, das ging schnell. Ach, da kann ich stehen. Ich dachte, das ist Boden. Also ich dachte nicht, dass das Boden ist. Okay. Hä? Ja, das ist übrigens das Gimmick dieses Levels. Ich darf nicht spinjumpen. Oha. Spinjumpen. Ah, ich sitze auf einem unsichtbaren Yoshi. Das macht deswegen der Sound am Anfang. Schlau kombiniert. Das heißt, ich darf aber nicht mehr in der Luft die Taste drücken. Richtig. Obwohl das nicht mal was auslösen würde. Ich musste ja verhindern, dass du heimlich deine Motor-Skills aktivierst. Oha. Also A ist komplett tabu hier. Das heißt, ich... Oh, das Lied ist übelst komisch. Was ist komisch? Das ist das Lied. Das klingt ganz komisch. Okay. Ich freue mich ja schon, wenn Twakes dann kommentiert, dann... Naja. Warum? Werden wir mal wieder sehen, dass Musikgeschmäcker verschieden sind. Ach, er mag das? Eventuell. Möchte man meinen. Ja, darf er ja auch mögen, Gottes Willen. Jemanden, der ein paar Stunden in Celeste verbracht hat. Ah, das ist aus Celeste. Okay. Ja, du hast schon recht. Celeste ist voll komisch. Das habe ich nicht gesagt, aber das... Diese Stelle klang einfach ganz komisch. Dieses... Aber wenn man auch so sie mit Save States zerstückelt, wäre das nicht verwunderlich. Das wohl... Oh Mist, der ist jetzt da dazugekommen. Der soll da gar nicht sein. Nein, ich wollte scrollen. So, also das scrollen musst du eigentlich auch nicht. Jetzt kommt der da... Wenn du scrollen müsstest, stünde hier ein R. Okay. Das heißt, ich muss eigentlich nie selbst nachdenken mit dem Scrollen. Guck mal, einfach mal wieder zurückspringen. Es ist sehr praktisch, wenn ich nicht selbst ans Scrollen denken muss, sondern dran gedacht werde. Ja, in den meisten Fällen nicht. Nein! Sag mal, wieso kommt denn jetzt? Du kannst auch einfach vorne stehen bleiben und musst nicht mehr ins Loch zurück. Ah, stimmt. Ja, moin. Hab gehört, das machen nur die guten Spieler so. Das habe ich ja richtig dumm gespielt. Oh, da unten läuft eine Schlange. Ja, hab gehört, die richtig guten Spieler beeilen sich auch, wenn da unten eine Blocksnake losgeht. Aber du hast doch vollkommen recht. Wenn man Celeste Musik mit Save States zerstückelt, hört sie sich wirklich komisch an. Oh Mann, Celeste müsste ich auch irgendwann mal spielen. Ach, es gibt so viel, was ich spielen will. Wie war das eigentlich mit Ori und Will of the Wisps? Ja, das genau. Wolltest du das nicht spielen, sobald du den neuen Laptop hattest? Wie viele Jahre ist das schon wieder her? Ja, mittlerweile habe ich ja zum Glück zum einen Laptop und zum anderen habe ich es jetzt ja mir längst für die Switch gekauft. Ja, gekauft, nur noch nie angefasst. Also wenn Ori kommt, dann auf der Switch. Da habe ich dann definitiv keine Probleme. Aber ja, es kommt ständig was dazwischen, zum Beispiel dein Hack. Ja, schlimm sowas, ne? Projekt gleich mal abbrechen. Musik ist ja eh total komisch. Ah, so. Ja, und dann kam, was kam auch noch? Deltarune kam auch, war auch eins, was ich nicht wusste, dass das gleich wieder rauskommt.
Chapter 2 plötzlich war es da. Was war denn davor? Weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich denn vor Deltarune gespielt? Ach ja, Metroid Dread. Auch das war, hat sich praktisch vor Ori gedrängt. Ah, das ist unfassbar. Und wahrscheinlich, ich sehe es schon kommen, bis wenn ich Ori anfangen kann, dann kommt gerade Silksong von Hollow Knight raus. Das wird ja auch irgendwann noch kommen. Müsste auch so langsam mal. Das ist doch auch schon ewig angekündigt. Aber da hört man auch nichts mehr von. Okay. Nicht okay. Was mache ich das denn jetzt hier? Ja, so nicht. Ah, ich muss warten, bis die da... Okay, das war schlecht. Ich muss hier drüben warten. Verstanden. Die Snake ist jetzt schon wieder durch. Die kommt wieder hoch, die blöde Kuhpflanze. So, jetzt aber. Nein, die nächste Snake fährt los. Ich habe übrigens nur noch Schwarzbild, aber ist egal. Oh, das haben wir gleich. Moment. Ja, jetzt sehe ich wieder was. Na gut. Sag ich ja. Weiß zwar nicht, woran es lag, aber schön. Ja, dein Skill hat einfach Discord überfordert. Das glaube ich auch. Ah! Wie schnell muss ich die eigentlich... Also, wie ist das... Oh Gott. Aber man bewegt dich halt, du blöde Nuss. Das ist eine Shell und keine... Ich weiß, dass es eine Shell ist, aber sie ist eine blöde Shell. Alter, ich weiß halt nicht, wie schnell ich sein muss. Ob das so im Rahmen ist, was ich da tue oder nicht. Aber viel schneller geht's ja nicht. Ja, du wirst es herausfinden, würde ich behaupten. Ja, das ist auch meine Befürchtung. Sie bewegt sich einfach nicht. Oh mein Gott. Die Shell hat Angst vor dir und bewegt sich immer entgegen der Richtung, in der du stehst. Jetzt hab ich dich, du Blöde. Nein, du musst da du musst mich da hochlassen. Da sind blaue Münzen, aber ich darf nicht spinjumpen. Was soll das? Hä? Irgendwas läuft hier falsch. Ich würde diese Münzen ja eher als Mondlichtsilbern bezeichnen. Ist das einfach die Stelle, an der ich abspringen muss oder sowas? Die Stelle, an der du durchspringen musst, ja. Ah. Okay, okay, okay. Wir haben bin ein bisschen erschrocken. So, Midway Point. Erstmal sterben. Ah, verdammt, hat wieder ein Yoshi. Natürlich ist da ein Yoshi. Frag mich, ob man das irgendwie breaken kann, aber ich schätze nicht. Mann! Jetzt, nein! Alter, ich bin so schlecht in Timing-Sachen. Na, was mache ich denn? Oh Gott, was? Ich denke, die Plattform fährt los, aber die tut es ja gar nicht. Die ist ja einfach nur, die berührt ja zufällig einfach nur den Faden. Okay, 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 aua. Mama mia! Wieso? Wie mache ich das denn jetzt hier? Ach so, jetzt durch! Oh mein Gott, okay, stopp. Nein, nicht stopp! Die richtig guten Spieler beeilen sich, wenn der Block Snake losgetreten wird. Ja, ich habe das nicht gerafft. Da dreh ich doch bestimmt schon die nächste los. Mit nee, dem der Ding. Block ist mit Eco. Oh, Gott sei Dank. Okay, dann kann ich hier chillen.
Nee, schnell sein musst du trotzdem. Oh, fuck. Das Level wurde extra so gebaut, dass es dir keine Ruhe lässt. Gut, war nichts mit chillen. Das war zu schnell. Nee, hä? Nee, das muss ich mir anschauen. Mann! Mann! Hä, was ma... Ach so, ich muss... muss hier drüber, aber noch nicht die Plattform auslösen. Sehr gut kombiniert mal wieder. Nicht die Plattform auslösen. Jetzt nur noch ausführen. Okay. Die löst jetzt aber... Ja, die löst sich aus. Du musst auch keinen Mid-Air springen. Sprung, Brettsprung machen, sondern richtig, ablegen reicht. Das ist tatsächlich wahr. Wobei ich den irgendwie schöner gefunden hätte. Ja, wenn es dir im Leben nur um Ästhetik geht. So, au, au. Nein, es reicht nicht, okay. Wieso verschwinden die eigentlich einfach? Weil diese Plattformen das so an sich haben. Okay. Was ist da? Das sind die Pilze. Ja, richtig. Mittlerweile ist das Lied übrigens voll okay. Es war nur der Anfang so komisch mit den States. Trotzdem schade um die schöne Musik. Aber naja. Mist. Ah, oh, komm, ich war doch schon da unten. Hey, wie habe ich das vorhin gemacht? Nicht doof? Du hast vorhin halt einfach gut getimed. Du könntest aber auch einfach einmal abspringen von der vorletzten Plattform, dann würde sich das Timing auch verändern. Stimmt. Perfekter Tipp, mal wieder. Oh, der muss höher. Das wäre ganz ratsam. Der muss also tatsächlich auch das tun, was so ein Pilz normalerweise tut. Oh je. Ach, deswegen ist da auch ein Pfeil. Ja, du musst aber tatsächlich nicht übertreiben mit der Höhe bzw. Tiefe der Plattformen. Stimmt. Herr. Hallo Disco Shell. Ja. Die hätte mehr kaputt. Das war jetzt momentan noch nicht so erfolgreich. Die hätte mehr kaputt machen sollen, nehme ich an, aber es müsste eigentlich funktionieren. Aber wenn du meinst. Ja, doch, das haut hin. Ja. Mit Saves haut das hin. Aber ja, ich verstehe. Ohne Saves ist es einfacher, wenn du zwei zerstörst. Sie könnte mehr kaputt machen. So, und jetzt kommt der schlimmste Switch-Palace im Spiel. Wenn oh du je. Das Level geschafft hast. Na, dann aber machen jetzt wir den erstmal das noch. Ende. Ach so. Finis. Ja, das Ende. Ausnahmsweise auch keine Anspielung an Finis Alesie. Also, das ist auf jeden Fall der Conan-Orb. Das ist der Conan-Orb. Muss in die Röhre zurück. Ah, Mensch! Ja, ganz schön schwierig, das Level. So. Okay, was jetzt? Okay, ach Gott, das ist so ein Level. Spring über mich, aua. Spring über mich, aua. Spring über mich, aua. Daneben so. Nein, Koopa!
Du Nuss. Nein! 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 One Piece Starterinnerung, aha. Alter, aber wird. Das ist schon ganz schlecht getimt, würde ich sagen. Ich glaube, wir verbringen eine Zeit in diesem Level. Zwar eine endliche Summe an Minuten, aber dennoch eine nicht zu unterschätzende. Jetzt passt's. Leicht. Aber viel besser geht's halt nicht. Ja, okay. Huh! Und weiter geht's. Fertig. Ach so, ich soll einfach rüber. Schwierig, der Raum. Richtig schwierig. Ich gebe zu, das ist nicht mehr ganz so einfach. Aber man weiß zumindest, was man tun soll. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das schnell genug schaffen soll. Ja, doch. Ja, doch. Muss der Exit enabled sein? Ja, muss der. Warum? Weil alle Räume hier Exit enabled sind. Okay. Aber hat das irgendeinen Sinn? Aua. Ach so, ja, ich verstehe den Sinn, weil man so das Level nicht beendet, wenn man durch das Goal geht. Also hier würdest du sowieso in den Abgrund fallen, aber in anderen Räumen nicht umgehen. Ja, klar. Ja, I see. Ach, come on! Jetzt hoch! Nice. Nein, nicht nice. Oh fuck, der fährt in die... Wait, what? Nein, ich darf gerade nicht das Loch da oben machen. Richtig. Aber das hat so gewirkt, als wär's. Aber dann ist es ja leichter sogar. Okay, es hat gewirkt. Dann ist es ja leichter sogar. Ja, ist es doch auch. Ich muss doch jetzt einfach nur runterlaufen. Ohne zu springen. Wenn ich nicht extra springen muss, macht es das doch leichter, oder bin ich doof? Kann man jetzt sicherlich drüber diskutieren. Also ich find's weniger jetzt weniger aufwendig so. Gut, sehr schön. Oh nein, du musst hochspringen, Kollege. Du musst hochspringen! Okay. Zum Glück haben Ninjas ja ein festes Muster. Richtig. So. Hopp. 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 Mann! So viele Conan Orbs. Eigentlich sollte man jeden Raum ohne Save State spielen, einzeln. Ah, nein. Ja, du kannst ja nochmal durch das Level durch und dann ohne Saves. Na, nee, muss nicht. Also halt mit nur einem Save pro Raum. Muss nicht sein. Ich denke, das muss sein. Na, Mann, jetzt... Ich hatte es doch vorhin. Wer jetzt noch die Springtaste gedrückt halten, ist an der Stelle eine wahre Herausforderung. Ja, weil man in den Mancher reinspringt, wenn man es falsch macht. Sag mal! Boah! Wieso bin ich denn schon wieder so eine Nuss? Na bitte. Wait a moment. Na, es reicht nicht. Nee, es reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Okay.
Gerade bei sowas ist natürlich der Gedanke, irgendwo breaken zu können, verlockend. Natürlich. Aber natürlich. Da hast du sicherlich... Das Level wurde auch ein-, zweimal gebreakt. Das ist, glaube ich. Maße. Schade, dass ich es nicht war. Den wollte ich jetzt nicht. Okay. Wo fange ich an? Ah ja, gecheckt. Ja, nicht so. So auch nicht. So auch nicht. Mann! Hör doch auf, da reinzulaufen. Danke. Na also. So. Okay. Gott. Nein. 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 Jetzt müsste man den Block nur noch mitnehmen können. Und tschüss. Und tschüss. So, jetzt brauche ich aber wahrscheinlich den Chuck nochmal. Wäre ganz ratsam. Passt ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Bestimmt mit einer... Oh. Hä? Das ist der Anfang? Das ist der Anfang. Schau am besten, dass der Chuck in dem Raum mal überlebt. Nein, so ist schon schlecht. So ist gut. Ich lass dich einfach mal ein bisschen machen, ja? Ich sag dann vielleicht in einer Stunde, wie es entendet ist. Du sollst leben. Leben! Ja, du machst deine Sache ganz elementar falsch. Das auch nur, weil du wieder Safe States nutzt. Okay. Weil ich Safe States nutze, also mache ich irgendwas, was ein normaler Spieler nicht kann, oder wie? Ja, sag mal, hättest du keine Safe States genutzt, hättest du schon so... 3-4 Mal gesehen, was man anders machen kann. Oh, ich muss... Das ist der letzte Raum hier. Ich muss mit einem Spinship auf das Viech drauf. Ich will gar nicht den kaputt machen. Aber ich kann jetzt nicht Spinjumpen. Ja, deswegen sind auch die beiden Monster da oben. Okay, wie kann ich dafür sorgen, dass ich da rein Spinjumpe in das Viech? Kann da nicht rein spinjumpen. Nee, sollst du auch nicht, aber vielleicht siehst du ja gerade etwas anderes. Jetzt mach mal die Augen auf. Woran bist du gerade gestorben? Am Mancher. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Conan, oder? Jetzt gerade bin ich am Chuck gestorben. Und wo ist der Chuck? In der Mitte. Und was war bisher immer das Problem?
habe ja gesagt, du sollst den Chuck mal am Leben lassen. Ja. Jetzt lebt er. Ja, aber ich nicht. Ja, aber jetzt nur noch reproduzieren, wie du es geschafft hast, dass der Chuck überlebt. Ach, der soll da in der Mitte entlang und da unten her, ja, das ergibt ja auch keinen Sinn. Also selbst wenn der Chuck dann da drüben ist, was nützt mir das? Jetzt denk mal gar nicht so weit. Dein erstes Ziel ist erstmal nur, dass der Chuck überlebt. Ja, er kann ja da reinspringen, wenn er da Bock drauf hat. Also. Das hast du ja vorhin schon mal nicht gecheckt, würde ich behaupten. Ja, aber ich meine trotzdem... Und jetzt mach einfach mal den Raum so fertig, wie du es vorhin vorhattest. Ja, vorhin hatte ich vor, den Block auszulösen. Aber jetzt habe ich ihn ja getroffen, also dafür muss ich ja den Chuck treffen. Jetzt! Conan, please! Kann doch nicht sein, dass du echt so blind bzw. blöd bist. Ach so, warte mal. Muss den da reinbekommen und dann oben landen. No. Und jetzt? Hättest du mal besser noch den Spine gekillt. Aber dann kann ich ja nicht gleichzeitig... Hä? Wieder nach oben. Doch, kannst du, Conan. Ich empfehle dir übrigens auch netterweise auf den Chuck zu springen. Wenn er direkt das erste Mal hochspringt, dann ist er dir auch nicht im Weg, wenn du nach oben. Oh ja, 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 das ergibt Sinn. Hier mal ein bisschen Zeit zu sparen. Aber sie ist ja tot. So, und jetzt gehst du nochmal durch die Röhre. Jetzt spielen wir das Level nochmal richtig. Hä? Ja, stirb einfach mal. Habe ich jetzt Midway Point ausgelöst? Du hast einen Hinweis Point ausgelöst. Schau mal, was da rechts passiert. Shell, Spiny dreht um. Richtig. Hinweis Nummer 1. Ja gut, dass ein Spiny an was umdreht, ist ja mir bewusst. Hm. Sehr gut. Jetzt alles nochmal, ja? Ja, und zwar mit nur einem Safe State pro Raum diesmal. Bist du ja aufgewärmt, jetzt kennst du das Level, jetzt kannst du auch mal dein Skill beweisen. Oh je. Wir haben ja vorhin gesagt, wir müssen das nochmal spielen. Achtung, Hinweis Nummer 2. Da ist eine grüne Münze. Ja. Warum? Grüne Münzen deuten immer so was Gewisses an. Ja, das nicht. Soll ich da dran einen Shelljump machen oder was? Ja, ah. Das liegt doch gar nicht mal so fern, der Verdacht. Muss ich erstmal die Shell bekommen. Ja, wie soll ich denn hier die Shell beschützen? Ach so, Moment. So wie sonst auch. Nur dann wieder so zur anderen Seite zurückspringen. Richtig. Okay. Thank you.
Ach so, ich kann es jetzt mitnehmen. Ja. Ist der Raum auch etwas einfacher? Nein. Die 1 Safe State pro Raum Policy, die üben wir nochmal, umzusetzen. Naja, ist ja gut. Ah, ich kann ja, warte mal, ich kann ja den hier machen. Ist den hier nicht. Nee, ist egal. Passt schon. Mann! Hoch mit dir! Jetzt aber. Und hopp! Ah, verdammt. Na also, das sah ja gar nicht so schlecht aus. Ninji, please. Das war nicht so gut. Ninji! Es ist nicht der Ninji, der hier die ganze Zeit mit falschem Timing losrennt. Jetzt aber! So. Na also. Sheesh. Safe State und der nächste Raum. Jetzt muss ich den hier anhalten. Richtig. Und dann am besten wieder auf den Koffer draufspringen. Dann kann ich ihn wieder mitnehmen. Oh Gott. Ach so, nee. Wait, wofür mache ich denn Quatsch? Manche Probleme lösen sich von allein, Conan. Konzentrier dich einfach, den Raum zu überleben, nachdem du dem Cooper die Shell gegeben hast. Je weiter hinten die Shell liegt, umso einfacher ist es. Ja, weil ich dann halt draufgehen kann. Richtig. Jetzt nur darauf achten, nicht drauf zu gehen. So, und jetzt läuft er nämlich zurück, holt sich die Shell und dann kann ich den dann mit die Shell wieder weiter. Also es geht halt weiterhin damit darum, die Shell wieder mitzunehmen. Richtig. Habe ich schon verstanden. Das da unten nicht hin. Mann! Ja, so schwierig sind die Inputs eigentlich gar nicht. Wenn es dir wirklich so schwer fällt, so viele Tasten gleichzeitig zu drücken, kannst du auch mit Start einmal pausieren. Na, ich muss ja erst den Sprung... Ich darf den Sprung ja nicht gedrückt haben. Warte mal, kann ich den von hier aus schon gedrückt haben? Nee. Du kannst ihn halt drücken, während du nach unten fällst. Und dann kann ich ihn gedrückt lassen. Ja. Oh, das ergibt... So machen das die guten Kaiserspieler, habe ich gesagt. Das ergibt Sinn. Jetzt haben wir wieder losgelassen. Warum? Warte, dann muss ich den gar nicht loslassen. Das muss ich mal ausprobieren. Alter, ich... Ja! Dieses kurz hintereinander sterben, das ist immer sowas, was mich ganz kirre macht. Mann! Mann! Ah. Oha. Also. Nein! Eigentlich hast du den Rewind gar nicht verdient. Hinweis Nummer 4. Jetzt muss der da umdrehen. Und dann haben wir das Level. Du auch noch mit dem Spiny nach drüben. Wir haben das Level geschafft. Ja, schwierig, nicht wahr? Crazy. Das war aber dann sozusagen vorher nicht möglich. Doch, das war möglich. Das war von Anfang an möglich. Das war alles möglich. Krass. Oh. Wie gesagt, sinnvoll wäre es halt gewesen, du wärst mit dem Spiny nach drüben gegangen, denn so
ist der Sprung zwar auch möglich, aber sehr eng. Ich dachte, ich kann jetzt hier so einen coolen... Ja, kannst du, aber... Die kommt aber uns allen zurück, eingefallen, ne? Rewind und geh mit dem Spiny rüber. Aber geht das? Also komme ich hier? Ja, du kommst hier. HF hat's auch geschafft, aber du schaffst das nicht. Jetzt hast du mich einmal getriggert, jetzt will ich es auch schaffen. Also ich lasse Conan hier schon mal rumprobieren, ich verabschiede mich schon mal und sage Tschüss. Ihr dürft Conan noch so ein bisschen beim Versagen zuschauen. Genau, aber wie geht denn das, dass man den... Also das sieht ja schon echt knapp aus. Nee. Nee, na gut. Wir lassen das. Das ist aber, wobei, so ist es auch nicht viel angenehmer. Okay. Nochmal von hier. Vielleicht wäre es schlau, ihn hier einfach umdrehen zu lassen, sodass ich dann mit ihm zurückdrehe. Ah! Das war nicht so gut. Geht das? Nein, das geht auch nicht. Okay. So, jetzt aber. Nein! Gott. So, ja, gut. Dann gibt's nächstes Mal diesen Switch Palace, den Sariel so unangenehm angekündigt hat. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Das sehen wir aber dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.